Trotzdem haben wir mit gewissen Sachen immer wieder Probleme und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, in exakt einer Woche, na sagen wir mal in einer Woche und einen Tag. Es ist ja wieder Liga, Leute. Also ich bin jetzt echt mal früh vor allen Dingen. Eine Woche vor der Liga fange ich schon an, Member zu suchen. Aber im Clan Herausforderer suche ich tatsächlich keine, denn wir haben durch das neue Clan-Tour-Tool so den einen oder anderen neuen bekommen. Und siehe da, wir sind wirklich genug Leute für die Liga. Wir haben hier locker 16 und können tauschen. Oder es müssen noch ein paar Leute raus und weg. Und beziehungsweise wir hätten jetzt 19 Rathaus 16, das haben wir noch nie gehabt, Leute. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe damit ein kleines Problem. Wir haben das jetzt gerade ganz, ganz aktuell. Es ist Samstagabend, 21:53 Uhr. Und es kommen hier jetzt neue rein, die jetzt einen ganz neuen Clan suchen von einem anderen Clan. Und lasst ihr solche Leute mit in die Liga? Oder nehmt ihr die mit in die Liga? Oder sagt ihr eher, nee, die Stammspieler, also mit Stammspieler meine ich Tim, Hackbraten, Lord, Sparkling, Martin, Maximus, Freitag der 13. auch nicht, der ist auch neu. Paul auf jeden Fall, Nachtschatten, Proxy. Oder lassen wir die Zweitaccounts raus? Ihr seht ja, Magmarok hat zwei Accounts hier, Nachtschatten hat zwei Accounts hier. Ich habe nur einen hier. Martin hat auch zwei Accounts hier, sodass man aktiv durchkämpft. Selbst Kevin, der olle Koten-Kevin hier bei uns, ist echt ein cooler Spieler, muss ich sagen. Macht ganz brav seine Angriffe, redet halt nicht viel, aber er macht halt genau das, was er machen soll, nämlich schöne Sterneangriffe und ist perfekt. Alle anderen gehen sowieso in andere Clans. Aber die Frage, die sich mir natürlich stellt, nimmt man neue Leute direkt mit in die Liga oder lässt man die erstmal eine Woche schmoren? Also nicht eine Woche, sondern so einen ganzen Monat schmoren, bevor man sie denn mitnimmt. Weil jeder möchte ja Medaillen haben. Jeder möchte Medaillen haben. Also meine Stammspieler möchten Medaillen haben. Ich möchte Medaillen haben. Ich möchte Zusatzmedaillen haben und so weiter. Und das möchten die auch. Ja, das möchten die ja auch. Und gerade wenn man ja Gast ist, dann ist es ja oftmals so, dann bin ich ja so, ich bin ja ganz gastfreundlich. Ja, dann bekommen auch Gäste, die uns geholfen haben oder ausgeholfen haben, so wie es mal sagen, natürlich auch hier unter Umständen noch ein paar Premium-Medaillen, also Zusatzmedaillen, je nachdem, wie oft wir gewinnen. Wir sind ja jetzt in Champion 3. Da wollen wir uns auf jeden Fall erstmal eine Saison halten. Und, oder wieder in Champion 3, muss man es ja sagen. Aber es ist, ich tue mich da immer unheimlich schwer, dann neue Leute mit reinnehmen, weil wir halt so ein uralter Stamm sind hier. Darum geht es eigentlich. So ein richtig alteingesessener, fauler Haufen. Und mit immer ein bisschen Tippereien, immer mal so ein bisschen was hier in den Chat reingeballert. Aber auch coole Sachen hier in den Chat reingeballert, denn Nachtschatten hier meint, er müsste einfach mal den Navi Dima wegballern in der Legende. Ist natürlich auch mal cool, ja, wenn man auf solche Größen hier trifft, weil man selber ein bisschen pusht. Und das ist natürlich sehr, sehr schick, muss ich sagen. Ich meine, ich kenne den gar nicht, Navi Dima, aber scheinbar hat er bei irgendeiner WM auch mal einen Stern geholt. Und aber auf jeden Fall freut man sich natürlich auch über solche Angriffe und die bleiben auch irgendwie ein bisschen länger da, irgendwie habe ich das Gefühl. Man kann solche Nachrichten nicht anpingen, glaube ich, nicht? Oder derjenige müsste es selber machen, weiß ich nicht. Ich verstehe das alles nicht. Okay, Truppen hängen hinterher, aber wenn man die nicht benutzt, ja, ich finde auch, Kommunetta, schlecht ist der Account nicht. Die Truppen, die halt nicht bespielt werden oder wenig bespielt werden, die levelt man dann auch erstmal nicht. Ja, ganz frei nach Izo, ne? Ihr levelt nicht die Barbaren, wenn ihr sie nicht spielt. Ja, aber wenn du natürlich die Barbarenpuppe spielst beim King, dann levelst du auch die Barbaren, weil du willst ja mehr Barbaren haben. Also ist immer ein bisschen schwierig, wie gesagt, gerade mit Neuen dann. Klar kannst du jetzt nicht sagen, ihr müsst erstmal 10 Wochen hier mitspielen, bevor wir euch einmal in die Liga mitnehmen. Das ist auch Quatsch. Ich biete jedem unter Umständen woanders ein Ligaplatz. Wir spielen ja in den anderen beiden Clans auch keine schlechte Liga, ja. So ein Rathaus 16, der passt auch gut bei Free-to-Play rein, muss ich sagen, ne? Und der wird da auch mitgenommen. Keine Frage. Ist dann nicht unbedingt Champions 3, sondern nur Meister 2 oder sowas, was wir da spielen. Aber es gibt Medaillen, man kann seine Angriffe machen und wir wechseln ja hier auch ein bisschen bunt und fröhlich durch, ja. Aber wie gesagt, ihr könnt mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Also auch die ganz, ganz faulen Kommentarschreiber können das ruhig mal unten in das Video reinschreiben. Wie ihr das seht, wie macht ihr das mit Neuen? Ne?
Rekrutierungstool ist neu, die Leute kommen rein, wollen Legende mitspielen, werden nicht mitgenommen, machen dann keine Angriffe, spielen keine CKs, verlassen den Clan wieder und so weiter. Ihr kennt dieses ganze Dubabua. Es ist immer das Gleiche oder dasselbe oder fast dasselbe oder das Gleiche. Und man kann nie jemandem wirklich gerecht werden, aber wenn ihr ein Clan seid, der wirklich schon lange da ist, ich denke da an viele, viele Clans, die schon ewig, ewig aufeinander hocken, seit Jahren dieselben Leute dabei haben, da ist es selten, dass sie mal so einen mit da reinnehmen, so nach dem Motto, ja, ich habe welche mit reingenommen. Ja, das lag aber auch daran, dass wir hier bei den Herausforderern vor allen Dingen immer ein bisschen eng waren mit 16ern manchmal. Ja, das lag daran, dass der eine mal ein bisschen einen Arbeitseinsatz woanders hatte und war mit zwei Accounts nicht dabei. Dann fehlen dir gleich zwei Accounts und zwei Accounts natürlich erstmal wieder wegmachen im Rathaus 16 Bereich ist auch unheimlich schwer. Aber jetzt haben wir dank des neuen Recruiting-Systems eigentlich coole Leute gefunden hier, die mit uns die Clankriege spielen und sie spielen sie auch und sie spielen sie in Ordnung. Deswegen bin ich ganz, ganz, neutral gegenüber die neu reinkommen. Ich verstehe das und der Kollege ist ja jetzt nicht so gerusht, aber ob wir euch jetzt in die Liga mitnehmen, das weiß ich halt nicht. Aber was ich weiß, Leute, wir machen hier auch mal noch mal einen Live-Angriff von mir. Ich weiß, da will auch keiner sehen. Ich habe jetzt hoffentlich richtig, ja, ich habe jetzt richtig equipped, eben wieder nicht richtig equipped. Ihr kennt das ganze Spiel, 2 Mille Elex, das könnte eine Mauer bedeuten, ne? Das könnte eine Mauer bedeuten. Puh, hat er viel. Und die Schatzsuche beginnt. Lasset die Schätze kommen. Oder die Schätze hier. Lasset die Schätze kommen. Ja, die Schätze ist klar, Toto. So, mal sehen, ob wir hier noch einen Mauerbrecher mehr reinkriegen. Ne, da noch nicht. Aber ein weiter auch nicht ganz. Okay, aber wir kriegen schon mal die Queen tot. Okay, da kommt jetzt sicherlich gleich der Ernie raus, so will ich ihn mal benennen. Also der Unsichtbarkeitstrank-Zauber da. Spätestens jetzt müsste er eigentlich... Wieso löst denn der noch nicht aus, Leute? Jetzt löst er aus, okay. Jetzt muss meine Queen halt nur noch eine Sekunde länger überleben, ne? Weil gleich... Ne, komm. Ich muss den Dicken auf jeden Fall zünden hier. Und dann müssen wir hier rein. Mit den Minern. Und wir nehmen die Zensi gleich mit rein hier. Aber auch da müssen wir... Ah, der Monolith, das ist einfach ein Arsch, ne? Der Monolith ist echt ein Arsch. Aber okay, Klarbuch kriegen wir noch nicht. Die Luftabwehr lebt da auch noch leider. Und wir kriegen noch ein paar mehr Hocks. Wo kommen denn unsere anderen Hocks mal raus hier? Habe ich nicht eine Kaserne gesetzt? Ich habe doch irgendwo eine Kaserne gesetzt, oder nicht? Na bitte, geht doch. Kriegen wir eine schöne Truhe. Bestimmt eine legendäre. Hi Vito, grüße dich. Okay, Leute. Also nochmal die Frage, nehmt ihr neue Leute mit? Ja, nein, vielleicht. Mal gucken. Kann da nicht gleich eine Legendäre stehen? Oh, es ist schlimm. Immer musst du die hochknüppeln. Und es wird nur eine gewöhnliche. Hurra, ich bekomme einen Power-Pfannkuchen. Sehr krass. Sehr, sehr schick. Was ist das nochmal, Power-Pfannkuchen? Schmackhafter Schmaus mit dem Truppenzauber und Belagerungsmaschine in den nächsten 3 Kämpfen mit deinem Rathaus maximal möglichen Level. Nehme ich. Wirkt. Auf jeden Fall. Okay, brauchen wir jetzt mit dem Account hier nicht. Fehler passieren, Kopf hoch. Nächster, wollt ihr den losschicken? Ach, Hackbart macht ihr nicht immer so einen Kopf? Dass sich der Hackbart noch immer so einen Kopf macht hier, ne?
Okay, wir nehmen noch einen Angriff mit hier. Clash of Clans, also auch wenn es mal um ein anderes Thema geht wie heute, nehmt ihr neue Leute mit in die Clankriege, beziehungsweise noch in die viel wichtigere CWL, ja, nein, vielleicht. Ich suche im Moment tatsächlich gerne bei Totus Bande. Wir würden da wahrscheinlich gerne wieder so eine 30er spielen. Wir haben jetzt letzte Saison eine schöne 15er gespielt. Und haben auch beim Clan Free-to-Play eine schöne 15er gespielt. Die zwar ein bisschen dumm begann, aber mal sehen, eine 15er sind mir tatsächlich auch lieber als 30er, je nachdem, in welcher Liga man da spielt. In der Liga Champions League jetzt hier bei den Herausforderern geht es halt nicht mehr. Da geht es halt nur noch 15-15, aber bei den anderen Clans können wir halt 30er spielen. Und wenn ihr gerne mit dabei sein wollt, dann guckt einfach mal rein in die Clans. Ich habe sie im Moment nicht angepinnt. Im Marketplace, so will ich es mal sagen, heißt das Marketplace? Also wo man dann sieht, so wir suchen ganz, ganz tolle Leute und. Deswegen müsst ihr den Clan suchen, einfach Ausrufezeichen Clan in den Chat und dann seht ihr meine Tags oder unsere Tags. Es sind nicht meine Clans, auch das gebe ich nochmal zu verstehen. Die Tage hat mich ja einer als bösen Anführer dargestellt auf YouTube, böser, doofer Anführer, aber bin ich gar nicht. In keinem unserer Clans bin ich hier Anführer, deswegen habe ich mich da auch nicht angesprochen gefühlt. Bin ich nicht. So einfach ist das. Okay, hier gibt es natürlich reichlich Beschuss noch. Aber 2 Sterne hat er geholt und ist so viel lebt ja nicht mehr. Kann man auf jeden Fall so machen. Und musst du auch nach wie vor so machen. Weil ins Rathaus rein mit deinen Hexen, dann kommen die wirklich nicht weit. Aber am Ende fehlt hier die Man oder die Woman Power. Also, nächste Liga droht. In einer Woche geht's los und in einer Woche einen Tag. Also nochmal, bitte schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Nehmt ihr neu mit, ja, nein, vielleicht mal gucken. Ansonsten erstmal zu Penny. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Bis dahin, Leute, danke für eure Aufmerksamkeit und einen schönen Wochenstart wünsche ich euch natürlich auch. Bis dahin, euer Toto. Clasht.